Marian, Black Metal Endurance Punk. Ich bin der Zwiebel. Heute sind wir bei Folge 62 und ich hatte beim letzten Mal schon angedroht. Heute wollte ich mal so ein bisschen meine ersten Eindrücke vom OS hier zum Besten geben. Ich habe just gerade noch mal geguckt. 850 Kilometer mit dem Kollegen schon hinter mir. Und ja, ich denke, da ist man schon ein bisschen was aussagekräftig. Ne? Was Fahrverhalten und so anbelangt. Ne? Bisschen doof ist immer noch das mit dem zweiten Laufradsatz. Hab just gestern eine Nachricht bekommen vom Radladen. Ich habe bei den vorderen, das vordere Laufrad habe ich schon hier liegen, komplett fertig. Die hat mir den Reifen auch aufgezogen, obwohl ich das ja nicht wollte. Ich hätte da nichts machen. Haben sie trotzdem gemacht. Kann ich wieder demontieren. Weil so oder so, ich hatte ja die Grand Prix, nicht Grand Prix, die Conti Four Season hatte ich mir ja geholt und die sind ja nicht tubeless-fähig. Aber sonst finde ich den ja super, den Reifen, und daher werde ich den halt dann auf dem Hook stattdessen montieren. Da kann ich ihn gut gebrauchen, weil der Hook wird halt mein Schlechtwetter-Pendelrad und Alltagsrad. Da reicht der Four Season ein für alle Mal aus. Ich hatte jetzt letztens noch den Terra Speed. Terra, weiß ich nicht, irgendein Conti Gravel Reifen, der kommt runter. Den werde ich dann für schmales Geld verhökern. Den brauche ich ja nicht mehr. Und vorne ist schon ein relativ abgerockter Schwalbe G1 All-Round drauf. Kommt dann auch runter, dann mache ich stattdessen die Four Seasons drauf. Optimale Reifen für das Rad. Und ja, zu den Laufrädern mit der Hölzchen auf Stöckchen. Laufräder, das vordere habe ich hier. Das ist auch das DT Swiss P Performance 1800 in der 32er Tiefe. Liegt halt hier, seitdem ich das Rad habe. Und dann kam der Anruf, ja. Irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, aber das Hinterrad in der 32er Felgenhöhe ist wohl erst ab Dezember wieder lieferbar. Dezember, habe ich auch wieder, was das für eine Scheiße, ne? Meinte, aber ich habe den gleichen Laufradsatz jetzt nochmal hier liegen, allerdings in der 23er statt 32er Höhe. Ja gut, jetzt haben wir da ein Delta von 9 mm. Ich denke, da werde ich mit leben können. Ne? Vielleicht ist noch was leichter, das Ding. Ich habe noch ja geguckt. Ja, end von Lied. Ich gehe mal das Ding morgen angucken, den Laufradsatz. Und ich denke, dann werde ich den einpacken. Ne? Weil wer weiß, was sich da noch so tut. Ne? Dann habe ich wenigstens was. Und dann will ich gucken, dass ich dann, weil da habe ich nicht auch hin und her überlegt, was ich jetzt draufziehe. Jetzt sollte eigentlich ein reiner Straßenlaufradsatz werden. Und jetzt bin ich eigentlich soweit, also da gab es ja den Conti Grand Prix, gibt es ja als Schlauchreifen. Da hatten aber schon ein paar geschrieben, der sei nicht so geil. Stattdessen gäbe es den Schwalbe One irgendwas. Und ich bin jetzt, glaube ich, soweit, dass ich mir den G1 Speed drauf montieren werde in der 35er Breite. Hatte ich gesehen, dann ist der Jonas Deichmann ja auch gefahren bei seinem Triathlon um die Welt, und der ist da ja auch überall durchgeschippert. Ne? Und ich denke, das ist genau das Richtige, was ich brauche. Also prinzipiell schon eher straßenorientiert, aber wenn es mal sein muss, kann man auch durchaus mal über einen schottrigen Feldweg knallen. Von daher denke ich, bin ich mit dem grundsätzlich besser bedient. 35er Conti. Naja, Schwalbe G1 Speed, der wird es wohl sein. Ja, 850 Kilometer habe ich schon mit dem Ding. Natürlich wieder hauptsächlich alles Asphalt, war in die Sinn der Sache, aber war jetzt auch schon so ein paar Mal mit dem Gelände und ich muss sagen, geil. Also die Karre macht richtig Fets, also bedingt durch die Geometrie. Ist das ein verdammt quirliges Teil, wendig, spritzig, aber auch bei hohen Geschwindigkeiten bergab trotzdem noch laufruhig.
Und was mich so mit am meisten beeindruckt hat, war der Fahrkomfort. Ne? Also ich habe ja jetzt über 30.000 immer wieder mit dem Bombtrack Hook abgerobbt. Ne? Und als ich erstmal auf dem Ding saß, sag ich, was ist das denn jetzt hier? Ne? Das ist ein Fahrkomfort, das ist der totale Wahnsinn. Ne? Also A, natürlich dieses Dämpferelement da hinten, ne? Dieses MTT, das haut schon ordentlich was weg und dann noch in Kombination mit dieser D-Form Sattelstütze, die ist ja hinten abgeflacht, vorne rund, ne, bringt das natürlich auch noch mal ordentlich Flex mit und saugeil, ne? Und auch dann noch mal wiederum in Verbindung mit dem Tubeless, da hatte ich ja jetzt eigentlich den direkten Vergleich, bin die erste Woche, anderthalb bin ich ja mit Schläuchen gefahren, dann habe ich den Umbau gemacht und seitdem auch einwandfrei, absolut reibungslos. Ich hatte ganz am Anfang mal das Problem, nach dem ersten Tag war aus dem Hinterreifen ein bisschen was Luft raus, da hatte ich schon ärgste Bedenken, weil einige mir doch gemeldet haben, oh, bei dem WTB musst du aufpassen mit Tubeless, nur Brass und hin und her, aber einmal nachgepumpt, seitdem ist Zappes da. Ne? Also klappt 1A, Top-Fahrverhalten, super. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Und eins der größten Vorteile, die mir eigentlich relativ fix aufgefallen ist, das Ding hat mal endlich kein Two-Overlap. Das sind natürlich die, die mit dem Radfahren nicht so viel am Hut haben. Am riesen Fragezeichen im Kopf, Two-Overlap, was hat er jetzt schon wieder? Der Two ist ja, ne, C und ich bin ja dadurch, dass ich immer relativ kleine Gurken fahre, habe ich oftmals das Problem, wenn sich der Lenker einschlägt, hier habe ich mal ein Bildchen gemacht, Lenker einschlägt mit dem Rad, oftmals vorne an den Schuh komme, ist natürlich hin und wieder in so technischem Geläuf, wo man langsam irgendwie um eine Ecke zirkeln muss, muss man dann mitunter echt aufpassen und auch muss man dann denken, sonst liegt man da nämlich mal ganz schnell. Und das ist bei dem jetzt gerade nicht so. Das liegt vermutlich auch an dem steilen Lenkwinkel und der Gesamtgeometrie, dass ich weil der ist jetzt S und der Bombtrack, der ist M, ist ein M-Rahmen, das ist ja eigentlich schon größer, aber das ist trotzdem. Und beim Fixie habe ich das halt auch. Und der Urs hat mir den Gefallen getan, habe ich kein Two-Overlap. Ne? Also von daher, alles top, macht mega Bock die Karre, aber ich hatte letzte Woche schon gesagt, ein Minuspunkt hat er. Und das werde ich jetzt aber beim Radladen ansprechen, wenn ich wegen den Laufrädern nochmal hingehe. Als wir jetzt die CTF gefahren sind, je nachdem, was du für eine Rappelfrequenz hast, also in so holprigem Geläuf, dachte ich jetzt, was ist das? Was, hier ist doch ja nichts locker, was klappert da so? Es war ein ganz komisches Geräusch, geklappt. Ich dachte, was kann das sein? Ich hatte noch meine Ortliebtasche, da bin ich auch froh. Ich hatte ja bei Live the Ride noch hier den Rolf bestellt, auf den bin ich auch mal gespannt, wann der kommt. Hat jetzt dann noch just noch eine Handytasche nachgeordert. Zeige ich euch gleich auch wieder. Und, ja, klapperte das. Ja, was ist das denn? Glücklicherweise war der Gurke mit dabei vom Fahrradhangela. Der meinte eigentlich relativ fix wie aus der Pistole geschossen. Da könnt der Bowdenzug sein, der innen verlegt ist. Das passiert schon mal. Und jetzt in der Tat, dann natürlich beim nächsten Gerappel nochmal genauer hingehört und das hört sich halt in der Tat so an wie der Bowdenzug, der irgendwo im Carbonrahmen rumrappelt. Natürlich ultra scheiße. Fährst du so eine geile Karre, rappelt dir der scheiß Bowdenzug im Rahmen. Jetzt muss ich mal gucken. Das sollen die Jungs mal irgendwie schauen, dass sie das gefixt kriegen. Ob man da irgendwie gespannt kriegt, muss ich mal gucken. Also da muss Abhilfe geschafft werden, sonst kriege ich einen Rappel. Ne? Weil Rappeln, bei Rappel kriege ich einen Rappel. Ja, Live is a Ride hatte ich dann nämlich noch eine Handytasche bestellt. Hab ich direkt, also ich hatte so ein Sonderteil. Mehr verrate ich noch nicht. Wenn das Ding da ist, zeige ich euch das. Weil ich hatte jetzt in letzter Zeit
vermehrt echt immer Probleme. Ich hatte ja mein Messenger-Bag, den Buran von Chrome Industries. Und wenn der ordentlich beladen war, hatte ich immer hier am Hals, ne? Wenn ich nach den knapp 34 Kilometern irgendwie immer so einen Halsverzug durch diese einseitige Belastung. Da ich, nee, da muss wieder ein Rucksack her. Und da habe ich mir nämlich jetzt hier. Das geht auch noch nicht so lang. Das ist nämlich auch wieder Chromeback Warsaw. In der Medium-Variante, also nicht so ganz so riesig. Ich hatte den schon mal in der großen Variante und war natürlich cool, aber irgendwie so für den Alltagsgebrauch mit seinen, ich weiß nicht, was hat er, 40 oder was, ja, hat glaube ich 40 Liter, einfach zu viel. Also da ist das Ding echt wesentlich besser, muss man sagen. Und ich hatte ja Bedenken, wenn er hier diesen Kragen hat bei dem alten, das ist jetzt auch schon ewig her, als ich den hatte. Da bin ich mal fix hier rumgeguckt. Da hatte ich halt auch immer das Problem, dass mir das Ding auch im Nacken hing. Aber den kann man jetzt wirklich so anziehen und die Riemen so straffen, dass das Ding einfach ein Stück weiter runterhängt, dass man dann auch selbst in der Unterlenkerhaltung da kein Thema mit hat. Und die Gewichtsverteilung ist mit so einem Rucksack einfach besser, ist so, ne? Und ja, habe ich jetzt zweimal in Gebrauch gehabt und bin eigentlich ziemlich begeistert. Cooles Ding, muss mal gucken, irgendwie ein Aufnäherchen drauf machen. Und dann schauen wir mal, ne? Also von daher kann man jetzt nur hoffen, dass sich das Wetterchen jetzt noch genauso hält. Ne? Also gut, morgens könnte langsam ein bisschen was wärmer werden, aber heute, als ich von der Arbeit heim bin, so um 4, da war es echt schon schön angenehm. Also ich habe auch schon welche gesehen, die kurz gefahren sind. Dafür war es mir jetzt doch noch was frisch, aber es wird. Und ich freue mich auf viele Touren und auch auf den Overnighter mit euch Ende Mai. Da muss ich mich jetzt auch langsamer dran geben, dass ich die Route mal da anpasse mit dem Startort und mal so ein paar Bereiche markiere, wo man zusteigen oder auch aussteigen kann und eventuell mal gucken, wo man auch ein ausgedehnteres Päuschen machen kann, um dann mal den Gesamtschnitt, den wir in etwa anstreben wollen, zu eruieren, weil muss man ja gucken. Also ich hatte ja gesagt, irgendwie 7:30 Uhr rum wollten wir los. Und ich will natürlich auch nicht so spät da im Rexbachtal ankommen. Da muss man mal gucken, was man dann etwa für einen Schnitt an den Tag legen muss, um das Tagesziel dann auch erfolgreich zu finishen, ne? Also von daher besteht noch einiges bevor. In dem Sinne wünsche ich euch noch was und bis dann, ne? Tschö.